Hallo, heute möchte ich euch meine lose Zapfenvorrichtung vorstellen. Hier sieht man die lose Zapfenvorrichtung und der eine oder andere wird sofort sagen, okay, die Lorenz Zauberkiste. Ganz klar, daran orientiert sich das Ding auch. Lorenz hat diese Zauberkiste wunderbar in seinem Handbuch Oberfräse dokumentiert. Unterscheiden tut sich die Spannmöglichkeiten hier. Bei denen habe ich mich ein bisschen an Sawdust on my Shoulder, wie der amerikanische Woodworker tatsächlich heißt, weiß ich nicht, orientiert. Loren nutzt für seine Vorrichtung oben Schablonen, die er hier einsetzt. Das kann man hier auch machen, also so gesehen ist sie auch genauso zu verwenden wie die Zauberkiste. Ich habe hier aber einen Parallelanschlag genommen, mit dem ich meine Fräsung durchführe. In diesem Parallelanschlag befindet sich zentral ein 30 mm Loch, in dem die entsprechende Führungshülse, die unter der Oberfräse sitzt, eingeführt wird. Und dann kann man die Oberfräse hier entsprechend bewegen und wird genau geführt. Zum Arbeitsplatz kann ich noch ein bisschen was sagen. Das ist sozusagen ein Multifunktionsarbeitsplatz. Man kann hier hinten die ganze Vorrichtung rausnehmen und dann hat man oder kann man frei eine super Drehbank und kann dann entsprechend andere Elemente oder andere Vorrichtungen, die man hier einsetzen möchte, zum Beispiel eine Lie oder irgendwas anderes, was man auf dem Brett montieren kann und was man in der Art braucht, hier vorsetzen. So oft brauche ich meine Drechselbank nicht. Hin und wieder mal einen Griff zu drechseln, dafür ist er auch ganz gut. Ansonsten, naja. Die Oberfräse steht hier. Steht hier auf so einem kleinen auf so einem Holzstück, das Spanplatte, das hatte ich mal ausgelegt, hat ein entsprechendes Loch, sodass man sie hier auch mit Führungshülse absetzen kann. Auf der Unterseite ist so Anti-Rutschfolie oder so, dass man so unter den Teppich legt. So. Und hier ist dann die entsprechende Absaugung, die man drauf machen kann. Also erstmal geht es zur Konstruktion. Das ganze Ding ist aus Multiplexplatten gemacht. Die Arme hier, die Kragarme oder wie man sie nennen soll, sind aus Buche. Hier sind Tenutschienen eingefräst worden und dann verklebt. Dazu muss man auch sagen, das Ganze ist ein Prototyp. Noch einige Sachen dran, die verbessert werden müssen. Hier und hier, das sind Stoppblöcke. Die hinteren sieht man wahrscheinlich jetzt nicht, aber in der oberen Führungsschiene laufen ähnliche Stoppblöcke wie hier. Die kann man also bewegen. Hier eine provisorische eine Auffangvorrichtung, wenn man den Spannbalken hier. Das ist dieses Ding, wenn man der Tür ist. Fällt er gerne runter, damit er nicht absaust, habe ich das hier erstmal drunter geklemmt. Das kann man natürlich auch entsprechend noch mit Stoppblöcken oder Stoppleisten oder so verbessern. Zum Beispiel könnte man hier die Leiste, die man hier entfernen kann, die nur geklemmt wird, könnte man noch beschrauben
befestigen. Die Anordnung für das Spannsystem ist soweit in Ordnung. Eine ganz entscheidende Geschichte, die meine Vorrichtung von Geo Hinz unterscheidet, ist, das Gerät ist klappbar. Es ist also hier nochmal mit Schrauben gesichert. So. So, als erstes muss hier jetzt die Leiste entfernt werden. Die Leiste ist hier, die wird hier erstmal nur zwischengeklemmt. Die brauchen wir natürlich. Wenn jetzt hier dieses Teil umbewegt wird, kommt es hier, nähert es sich der Ebene an. Und dann würde es natürlich nicht passen. Also so muss dieses, das vordere Teil flexibel sein. Hier und hier sind zwei Scharniere angebracht und an den Seiten die Führungen. So, als nächstes möchte ich einmal demonstrieren, wie man so eine Nut- und Zapfenverbindung herstellt mit dieser Vorrichtung, und zwar anhand eines Längsholz, das dann hier mit dem Querholz verbunden werden soll. Die Verbindung soll dann so aussehen. So, hier wird auf der Mitte ungefähr, die Mitte, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. So. So, damit man es auch sieht, zeige ich das mal nach. Sieht man es? Ich hoffe es. Das Ganze braucht man einmal, um die Maschine einzurichten. Oder den Jig oder die Vorrichtung. Das Längsholz wird entsprechend angelegt. Die Höhe seitlich hier ist ja durch den Arm hier auch vorgegeben. So. So, jetzt ist das wunderbar gerade. Der Stopplock wird hier wieder fixiert, hier drin läuft ein Nutstein. So. So, der Nutstein wird, der Stopplock wird fixiert. Und jetzt könnte man so. Und jetzt ist dieses Längsstück festgeklemmt. Ich will das mal demonstrieren. Also, das sitzt ziemlich fest. Man sieht hier, die Mitte ist getroffen. Jetzt muss noch diese Mitte eingerichtet werden. Das macht man über den Parallelanschlag. Wird auf die Mitte gemacht. Ich hoffe mal, man sieht das jetzt.
mal gucken. So, die Mitten werden genau angelegt. Eine Seite leicht angezogen, andere Seite leicht angezogen. Mal hin und her bewegt, kontrolliert. Ja, läuft ziemlich genau auf der Mitte festgemacht. Und damit hat man auch jetzt durch die Übereinstimmung die Mitte, genau die Mitte gefunden. Wenn man jetzt das ganze Ding außerhalb der Mitte machen würde, also zum Beispiel hier, könnte man den natürlich jetzt so versetzen. Das wäre also recht schnell und einfach möglich. Jetzt muss man noch einstellen, wie die Stoppblöcke hier an der Seite sind, die Begrenzung für den Zapfen machen. Das kann man ganz einfach machen, indem man den Zapfen nimmt. So, das ist ungefähr die Mitte jetzt. Wenn wir den hier auf die Mitte legen. Grundsätzlich wäre es jetzt egal, ob der einen Millimeter oder so ein kleines Stück weiter hier oder da ist. Das spielt keine Rolle, weil das ja entsprechend bei dem Querteil genauso ein Versatz ist. Es kommt hierbei im Prinzip nur darauf an, dass man die Breite hat. Aber die wollen wir ja genau haben. Und dann nehmen wir hier das mal rüber. So. So. Dann wollen wir mal einklemmen. Ja, das ist mal genau. So, und jetzt wird der paralletische Anschlag so weit verschoben, bis er mit der äußeren Linie, die geht eben 4 mm aus der Mitte raus beim 8 mm Notfräser. So, wir machen sie so ein ganz bisschen rüber, damit ein ganz kleiner Hauch von Spiel ist, und nehmen dann den Stoppklotz und fixieren ihn da. Genauso auf der anderen Seite. Das ist die Mitte. Das ist die andere Seite. Das wäre jetzt das Ende. Zack. So, und hier wird der Stoppklotz auch fixiert. Ja, kann aber auch so ein ganz kleines bisschen rausgehen. So. So, die würde jetzt überprüft werden, indem man jetzt eine Fräsung macht. Erstens muss man die Frästiefe einstellen. Das kann ich auch einmal zeigen, wie das geht. Dieser Zapfen, der hat jetzt hier eine Tiefe von 5 cm, also gehen wir mal von aus, soll beiden Seiten 2,5 cm reingehen. Nimmt man die altbekannte Geschichte, nimmt die Fräse, drückt sie runter, bis der Fräser unten aufliegt, klemmt sie fest, lässt den Stab hier unten aufliegen, klemmt den fest. Null, das ganze Ding, so dass es auf Null steht. Da, man kann es sehen. Macht es wieder los. Geht dann auf 2,5. Wir gehen hier ein bisschen höher, dass wir ein bisschen Platz haben. Also auf 2,6 sagen wir mal. Und löst die wieder. Und schon kann man jetzt das bis auf 2,5 cm ausfräsen. Grundsätzlich würde ich das Ganze nicht in einem Schritt fräsen, sondern in 2 bis 3
Frässcan. Ob das jetzt da 2-3 mm tiefer ist oder weniger, das spielt keine Rolle. Das mache ich ja von Hand. Ich will das jetzt einmal zeigen. Um zu sehen, wie gut der Nut passt. Der wird hier eingeführt und dann wird geguckt, rechts und links, wie viel Spiel da ist. Hier ist so gut wie gar kein Spiel. Ich würde sagen, perfekt, so kann man es lassen. Wenn man jetzt eine etwas heiklere Verbindung hat, wo man ein bisschen Spiel braucht, kann man die Stopplücke so noch einen Millimeter oder einen Zehntel Millimeter nach rechts oder links verschieben. So kann man das dann hundertprozentig justieren. Und genau so, ob man jetzt einen hundertprozentigen Pass jetzt haben will oder ob das ein bisschen flexibler sein soll. Zapfen geholt. Ja. Man sieht, der passt saugend rein. Jetzt würde man entsprechend das Querholz bearbeiten. Beziehungsweise, wenn man jetzt mehrere Sachen machen wollte, könnte man jetzt demonstrieren, dass ich mal jetzt an der anderen Seite einfach hier ein neues Teil reinspannen und entsprechend hier wieder eine Fräsung vornehmen. Oder eben auf der anderen Seite hier an allen vier Seiten an x-beliebigen Stücken. Das Gegenstück. Das Holz nicht mehr hier auf den Spannbalken auf, sondern dieser wird zum Spannen benutzt. Dazu muss man in der Breite des Holzes öffnen. So, dann wird das entsprechend eingespannt. Da wir hier oben den Spannblock schon besetzt haben, den einen Stoppblock schon besetzt haben, und das in dem Fall
exakt identisch ist, können wir unten auch gleich den nächsten Stoff absetzen. Jetzt rechtwinklig. Die liegt hier jetzt hier ganz genau oben an und kann jetzt fixiert werden. Als Beispiel sieht man hier das Einspannen von Querhölzern eines anderen Projekts aus unterschiedlichen Perspektiven. So, das Stück, das sitzt bombenfest hier drin. Das kann man überhaupt nicht mehr bewegen. Anzeichnen und so müssen wir jetzt gar nichts mehr. Das kann also genauso gefräst werden, wie es jetzt ist. Jedenfalls auch ziemlich gut drin. Wenn das hier auch gleich mal, man merkt, dass es schon dass da wirklich rein sitzt. So, wenn man jetzt mehrere machen wollte, ich demonstriere das mal durch Umdrehen, braucht man immer wieder neue hier festspannen und könnte jetzt auch wieder x-beliebig viele Querhölzer fräsen. So, hier sind die Teile, die zusammengefügt werden sollen. So rum, würde sagen, ohne Nachhobeln sitzt es fast perfekt. Und hier kann man die Fräsung auch mal sehen. So, als letztes möchte ich noch einmal zeigen, wie man ein Querholz einspannt, was man mit einem Shifterschnitt geschnitten hat. Das heißt also, dass nicht nur in der einen, sondern in zwei Richtungen schräg ist. Also dies hier wäre die normale Schräge, eventuell genau wie dieses. Nur dieses ist nochmal in der Richtung. So, das wird einfach eingespannt, damit ich gleich eine vernünftige Ebene habe, gegen die ich das hier pressen kann.
die Sicherungsschrauben für die 90 Grad. Einstellung mache ich wieder raus. So, jetzt müssen die Seiten werden wieder losgedreht. Stopplöcke müssen jetzt müsste man natürlich auch hier gucken, dass das von beiden Seiten hier vernünftig drunter sitzt. Das ist so ein bisschen, das dauert so ein bisschen, man muss sich ein bisschen Zeit lassen dabei. Man sieht dadurch, dass man die Stopplöcke hier schräg stellen kann, kann man auch, das ist gerade wieder verschoben, so, kann man auch wunderbar, hat man hier auch eine wunderbare Anlage. So, bevor ich das jetzt mache, gibt es natürlich noch eins zu bedenken. Wenn man hier einen Zapfen reinsetzt, muss dieser Zapfen ein bisschen aus der Mitte rausgesetzt werden. Würde man ihn genau in die Mitte setzen, ja, jemand würde es vielleicht gerade noch so klappen. Kann man jedenfalls Pech haben, dass der Zapfen rausguckt. Deswegen kann man dann ein bisschen versetzen, also hier würde ich sagen ein bisschen nach unten. Ein bisschen nach unten, so. Und ein bisschen, ja, so ein bisschen nach hinten. Die Stopplöcke müssen versetzt werden. So. So. Das Längsholz wird wieder in der 90 Grad Einstellung der Einrichtung gefräst, wie ich das vorher schon gezeigt habe. Beim Einrichten des Parallelanschlags muss man darauf achten, dass der Versatz des Zapfens berücksichtigt wird. So, und hier möchte ich jetzt nochmal demonstrieren, wie das zusammenpasst. Also so sähe das dann aus. Man sieht, hier ist ein ganz kleiner Versatz. Hier, das ist, das würde auf dieser Seite, das würde jetzt noch dicht, wenn man es ein bisschen zusammenrückt. Hier fasst es immer aneinander und auf dieser Seite sieht man, dass es ein ganz bisschen rauskommt. Das liegt natürlich daran, auch dass die Diagonale jetzt breiter ist als das gerade Stück. Das müsste man ein bisschen wegholen. In der Vorrichtung lassen sich auch gut unterschiedlich geformte Quer- und Längshölzer einspannen. Ich will das hier mal an einem Stuhlbein demonstrieren. So, man sieht hier,
der Querbalken oder Spannbalken ist jetzt schräg. Das Fußbein, das Hinterbein vom Stuhl liegt hier auf und muss jetzt noch eingespannt werden. Das Einspannen kann man auch da verschieden vornehmen. Grundsätzlich hat man mit der zentralen Spannvorrichtung das Problem, ich will das einmal zeigen hier. Insbesondere bei gebogenen Teilen. Dass man, wenn es schief ist, man hier nicht mehr rankommt. Dann kann man das drehen. Ne, so. So, es ist jetzt so gebaut, dass das kleine Teil dann, wenn man es umdreht, unten auf dem Balken liegt und trotzdem oben noch Druck ist. Wenn man das fixiert, kann man auch noch einigermaßen Druck aufbauen. Die Klemmung ist dann nicht, wie man so sieht, nicht mehr so ganz hervorragend. Deswegen ist es sozusagen nur als Vorklemmung sozusagen gedacht. Und man kann dann ganz einfach mit einer Schraubzwinge das hier von der Seite das fixieren. Genauso hat man hier auch die Möglichkeiten, hier was einzuspannen. Nehmen wir mal hier die Möglichkeit. Hier. Dann kann man hier, muss man den Balken umsetzen, den Spannbalken. So zum Beispiel. So. So, dann wäre das so fixiert. Zur Sicherheit kann man auch hier nochmal in diesem Bereich das einspannen. Dann hätte man auch eine ganz sichere doppelte Verbindung, um den Anschlag zu machen, weil hier ja jetzt... Doch, hier würde der Stopplock gerade so nicht mehr reinpassen. Könnte man jetzt von hier auch noch ein Stück Holz nehmen und das von dieser Seite fixieren mit einer Zwinge und hätte dann auch wieder einen Anschlag. Oder man könnte es so machen und von der Seite auch fixieren. Würde zum gleichen Ergebnis führen. So, das ist nun meine lose Zapfenvorrichtung gewesen. Ich hoffe, diese Demonstration konnte dem einen oder anderen ein paar Erkenntnisse vermitteln und hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall erstmal schönen Dank fürs Zuschauen.